Was bisher geschah in Gothic 2, die Nacht des Raben? Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Ich glaube, jetzt habe ich mich selbst übertroffen. Ich habe zwei Schlachtklingen entworfen. Das ist das Beste, was ich bisher gesehen habe. Zwei Schlachtklingen? Hallo, Rocky. Schere Erzschlachtklinge, Erzschlachtklinge, Schere Erz-Zweihänder, Erz-Bastardschwert, Erz-Zweihänder, Erz-Langschwert. Komm her, Großer. Nerds. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Söldner Drachenjäger. Mein Spiel einmal umgeändert. Also, was heißt umgeändert? Wir haben einmal. Ich habe das Spiel einfach mal auf eine andere Platte geschmissen, deswegen sind noch ein paar Einstellungen zurückgestellt worden, zum Beispiel auch die Steuerungseinstellungen, links drehen, rechts drehen, seitwärts links, seitwärts rechts, machen wir so, Einstellungen, da fehlt noch was, Steuerung, springen, 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 der Status, überringen, mittlere Maustaste, gut. So, meine Freunde, wir sind wieder in Minental angekommen, aber wir haben tatsächlich, wie bei den Paladinen, haben wir tatsächlich was vergessen in Korinnes. Und daher müssen wir einmal Pass zum Minental und dann einmal zur Hafenstadt. Hallo? Einstellungen, Unit Plugins, Jetzt kriegt die noch C++ ein. Einstellung, was ist jetzt los? Steuerung. Jetzt haben wir es auch. So. Aktion. So, wir wollen einmal so dann zur Hafenstadt und dann. Ja, ist ja noch. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aus. So, Pass. Pass im Minental. Wir haben ja die ganzen Einstellungen, Patch-Einstellungen schon mal aufpassen. So, Anzeigen. Beides an zurück. So, wir wollten natürlich. Wir wollen natürlich unsere Daten sehen. Ne? Dafür haben wir die Mod ja, dass wir auch unsere HP-Balken sehen und auch die HP-Balken, also bei was heißt bei die Anzahl der Lebenspunkte. So, wenn wir jetzt. Haben wir noch einen Trank der Geschwindigkeit? Nein, leider nicht. Haben wir leider nicht, also es tut mir leid. Da müssen wir halt ein bisschen langsamer laufen oder ich springe halt ein bisschen. Wir haben jetzt ja,
Wir haben vergessen, bei Arugin unsere Weissagung zu machen. Das haben wir auch als Feuermagier vergessen. Als Paladin haben wir das tatsächlich gemacht. Hab ich komplett vergessen. Ist ja Kapitel 4. Dann nochmal extra Erfahrungspunkte holen. Wir haben jetzt 0 Lernpunkte. Wir müssen aber noch ein bisschen Lernpunkte sammeln und stärker werden, denn brauchen noch ungefähr 20 Stärke, dann können wir das Stärke-Innernschwert tragen. Wenn wir mal wir haben ja jetzt ziemlich viel mit Geschicklichkeit am Anfang begonnen. Okay, jetzt aber wieder direkt auf. Arugin Imla, Alter, den ganzen Namen kann ich ja nicht aussprechen. Arugin Imla hat Ahir. Wie gesagt, das ist alles crazy. Ja, wir haben eine. Genau, wir haben eine Erz. Und wir haben jetzt einen Erzschlachtklinge. Und genau, haben jetzt natürlich dadurch gibt's ein erstes Erzschwert. Es wäre schwierig, sein Geldbeutel zu stehlen. Da wollen wir doch mal gucken, ob das nicht besser geht. So, hallo Arugin, gibst du mir dein Geldbeutel? Ja, die 220 Gold, mich gerne. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wunderbar. Wie viel willst du? Für bescheidene 500 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Natürlich. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Der Ort des Wissens. Ein anderes Land, ein dunkler Ort weit entfernt. Mutige Gefährten, du wirst deine Wahl treffen. Ein Tempel liegt dort einsam in Adanos Reich, verborgen im Nebel. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Super. Dann können wir jetzt... Hört ihr Bewohner von Korinis? Was in Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung. Und dann können wir zurück ins Minental. Dann haben wir jetzt wirklich alles erledigt. Und können uns auf den Weg machen, den nächsten Drachen zu töten. Mit Biff. Und soviel ich weiß, ist da auch noch ein weiterer Drachenjäger vor dem... So, können wir uns mal ein bisschen heilen hier. Und mal unseren Mana so ein bisschen auffüllen. Ach, ich freue mich schon auf Gothic 2 Mods, wo die Steintafeln nicht auf das Training gerechnet werden. Dann nehmen wir die Steintafeln natürlich sofort. Dann werden wir richtig sofort stärker. Da warten wir nicht, bis wir 25 Lernpunkte für 5 Lernpunkte ausgeben müssen oder 15. Müsste aber irgendwie noch ein paar Sachen finden, womit wir dann Dings kriegen. Ja, noch ein paar Rezepte kriegen. Was heißt Rezepte? Nicht zur Hafenstadt. Bis zur Work. Da. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir schon mit dem, wir müssen mit dem Kommandanten reden. So ist es Enos Wille. Nee, nicht mit dem Kommandanten. Wie heißt er noch? Mit Oryk. Wir müssen mit Oryk reden. Der wird uns Informationen, oder hat er schon Informationen gegeben. Die Dracheneier gab mir jetzt... Mit eine Höhlenkarte, ja gut, ich hab jetzt. Gorn ging wieder zu seinem Aussichtsplatz zurück, er will die Orks weiter. Oh, Gorn muss. Oh, Scheiße, meinte nach dem.
Ich müsste noch mit Cypher und mit Gorn reden. Dann machen wir das noch gleich. Hallo. Ich war's. Alright. Stimmt, die haben ja auch noch Informationen. Also Gorn haben wir letztes Mal geredet. Das höre ich zum ersten Mal. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja, Cypher hätten wir auch noch mal schnacken können, aber auch so noch vorbeigelaufen. Das ist ja auch sehr schlau von uns. Von mir hat er das nicht. Oh, aua. Das war natürlich jetzt sehr schlau. Da haben wir Sprungreichweite nicht. Ja. Beachtet. So. Iff, mein Freund, wo bist denn du? Da vorne. Gut, dann Iff brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Den lassen wir erstmal da stehen. Haben wir mit Gorn geredet? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir sind in der letzten Folge nicht zu Gorn gegangen. Hier müssen wir nämlich auch noch mal schon gehen, gibt auch noch mal extra Punkte. Cypher müssen wir auch noch reden. Den habe ich auch total vergessen. Als Feuermage haben wir den geschrieben und habe mir so gedacht, Scheiße. Der gibt ja noch, mit dem wollen wir auch sprechen und kriegt auch noch Erfahrungspunkte dafür. Ja, nice. Warum habe ich das vorher nicht gemacht? Bei Gorn ist das dasselbe. Ja, die Bergfestung ist jetzt frei. Ja, ich glaube jetzt ab. Ja, es kommt mir sowieso nichts mehr. Ich höre ja nichts mehr. Also, tschüss. So ein Müll, das machen wir jetzt aber eben schnell. Und dann holen wir uns den Feuerdrachen. Wir haben den Drachen Nummer 3. Oh meine Güte. Ich hoffe, die Zeit reicht dafür. Nein, nein, nein. Boah, ich hoffe. Ich dachte, wir rutschen da runter. Meine Güte. Ich will da nicht runterrutschen. So, Görnchen, wo bist du? Ach, mit Gorn haben wir schon geredet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hab ich ganz. Wenn ich jetzt da runterspringe, lande ich im Wasser? Ja, nee, wir landen irgendwo da unten im Wasser. Bin ich nicht so das, was ich will. Aber wenn wir da unten im Wasser landen, gibt es da unten was? Wir können da ja runtergehen. Also es gibt ja die Möglichkeit, da runter zu gehen, so nicht? Ob es da wohl eine geheime Höhle noch gibt? Es ist 19.09 Uhr, das können wir tatsächlich noch eben gucken. Wir waren ja schon da unten. Wenn wir die Orks schon besiegen. Oder ist das einfach nur. Ja. Das ist einfach nur sozusagen ein See. Am Ende. Der Wasserfall kommt runter und dann hört es hier auf. Was eigentlich ja gar keinen Sinn macht, weil dann würde sich das hier ständig aufhören. Also bis zum Ultimum und dann würde es überschwappen. Dann wäre das ein riesengroßer See. Das Wasser muss ja eigentlich irgendwo hin. Unter dem Wasserfall ist auch keine Höhle, das wüsste ich auch. Gerade dunkel. Wir gehen nochmal zur Burg. Wir gehen eben eine Runde schlafen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Meine Meinung will ja keiner hören. Und ich will nochmal eine Mütze schlafen. Ausgeruht. Ich speichere einmal. So, dann gehen wir schnell zu Biff. Nee, was heißt schnell zu Biff? Wir gehen zu. Oh, nee, halt besser jetzt. Biff nicht, wir gehen zu Cypher. Dann müssen wir aber eben gucken. Biff ist da vorne.
dass wir eben... Tatsächlich Biffer, wir haben da noch einen Schamanen und so. Komm her. Wir können hier noch richtig viel machen. Wir haben da noch Drachsnapper, die auf uns warten und all sowas. Da müssen wir noch richtig schön aufräumen hier. Machen wir, wenn wir hier die Drachen aufgeseitigt haben. Wir müssen ein bisschen aufräumen. Ich laufe jetzt mal hier am Wasser lang. Haben der gerade zu viel. So. Ich wollte gerade ins Wasser flüchten, aber kann er ja schon. Okay, das ist natürlich jetzt. Ja, wie gesagt, haben wir schon mit Biff gefreut. Der hat wenigstens noch einen ablenken können. Ach man. Und wir müssen ja sowieso später noch die Burg öffnen und dann ist das halt ein bisschen problematisch, wenn auch immer alle Orks noch reingerannt kommen. Dann sind die alle ja doof. Ja. Und dann alle tot. Tot als tot. Wir brauchen dann das Schiff und das Schiff kriegen wir nur von den Paladinen. Wenn wir das Schiff kriegen, müssen die Paladinen mit erstmal zur Stadt. Okay, da renn ich erstmal weg. Und das werden wir dann später mal gucken, dass wir da vernünftig noch mal ein bisschen aufräumen können. Vielleicht fangen wir auch bald hier an, da hinten auch ein bisschen aufzuräumen, da war ja nicht so viel Schamanistik. Cool, wenn wir jetzt hier lang kommen. Ich glaube, wir kommen auch nicht mehr zum Feuer da. Aber wenn wir die so. Die so weit. Ja. Zwei Sachen. Guck mal, jetzt haben wir die schon mal weg. Da noch Wagen. Hier gehen gerade Wagen auf uns. Ja. Sehr schön. So, noch relativ. Haben wir hier eine Spruchrolle, großer Feuerball, okay. Was hat denn noch eine Blutfliege? Ort Elite-Krieger. Kommt her. Richtig ist ja das kleinste Übel. Mitten in den Orks. Da kommen jetzt wieder zwei Orks. Sehr schön. Mehr. Was, dass du mich mitkriegst? Ja. Ja, wie weit soll ich noch zu euch kommen? Keine Reaktion von den beiden. Was ist das?
wir so zu Cypher laufen mittlerweile? Mehr. Übrigens, Orks greifen an. Komm her, du Bart. Komm her. Lustig. Macht Spaß. Okay. Gucken wir mal, ob wir weiter hinten da in die Richtung noch weiterkommen. So, die kommen jetzt angelaufen. Das ist sehr schön. Da waren sehr zu viele. Da hätte ich vorher drauf achten müssen. So. Wenn ich jetzt dahin laufe, kommt der ganze Horde Orks. Können wir die anders anlocken? Gleich alle. Ah, es sind trotzdem gleich alle. Wir brauchen Hübbel. Eindeutig brauchen wir da Hübbel. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Cypher. Ey, alter Schäde. Okay, dafür brauchen wir Biff, aber. Ich wollte gerade sagen, ihr seid doch noch da, oder? Der Sumpfdrache ist tot. Was passiert jetzt mit dir? Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin könntest du jetzt als Held nach Korinis zurückkehren. Ich vermute, daraus lässt sich Kapital schlagen. Denk mal darüber nach. Gut. Zur Burg. Gehen wir zur Burg, weil das mit den Orks wäre mit Biff einfacher. Also gehen wir jetzt mit Biff. Ich bin mir nicht so sicher. Wir trinken erstmal einen Heil. Das ist wirklich nicht mein Problem. Oh Mana. Ich wollte keine Mana haben. Ich wollte. Sogar volles Mana. Also. Davon lasse ich lieber die Finger. Boah, ich wollte gerade sagen, er rutscht jetzt nicht falsch runter. Gut. Dann holen wir jetzt eben mal Biffy. Und dann gehen wir Richtung Feuerdrachen. Den werden wir zwar heute nicht mehr schaffen, aber wir werden in die Richtung gehen. Biff, wo bist du? Da bist du wieder. Hey Biff. Hey du. Biff mit. Komm mit. Biff hat wieder volles Leben, das freut mich. Können wir jetzt in Ruhe hier laufen, haben ja die Orks besiegt. Auch die da vorne. Da ist noch ein Feldknöterich. Sehe ich gerade. Ja, das hier wird das noch. Ja, wir gehen jetzt zum Feuerdrachen. Wir kümmern uns später darum. Wir machen erstmal den Feuerdrachen. Ich glaube, bevor wir zum Eisdrachen gehen, machen wir noch ein bisschen sauber. So. Wo laufen wir jetzt lang? Laufen wir jetzt unten lang oder laufen wir jetzt oben lang? Wir laufen erstmal unten lang. Auf dem Rückweg laufen wir oben lang.
Oben ist auch noch eine Höhle, ne? Oder so ein Unterstand. Da können wir auch noch mal gucken. Aber hier links können wir nicht klettern. Da müssen wir mal... Da ist tatsächlich ein Schamane. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, weil nächste Ort. Schon wieder eins von diesen Biestern. Das waren jetzt die Frage und die Orks. Wir müssen jetzt hier lang. Ich hab's nicht mehr gedacht. Feuerwehr. Wir rennen auch direkt los, ne? Hier sonst noch irgendwas versteckt hier oben. Ne, war nur die Feuerwehr. Okay. Das ist mal gar nicht so schlimm. Jetzt prüft man seine Gesundheit. Ist noch vollkommen in Ordnung. Noch vollkommen. Also, ich hoffe, du fällst mir da jetzt nicht runter. Nee. Gut. Weil da sind schon die ersten Echsenmenschen. So, das war's mit dir. Boah, Alter. Zwei Schläge und die sind tot. Was ist da los? Oh, mal nice. Menschenschwerter. Ich speichere mal extra. Feuergolem. Weiße. Ja, nee. Schon wieder eins von diesen Biestern. Aua. Alter. Herz eines Feuergolems. Junge, der hat mich weggehauen gerade. Ich dachte auch so gerade, yo, läuft bei ihm. So, dann haben wir mal wieder einen Feuerwehr. So langsam wird ich. Ja, hier, in Ordnung, bist es wert. Einzeln gefällt mir gerade besser. Hallo Biff, hier brauchst du Heilung. Am besten halt. Danke dir.
Klar. Einmal. Brauchst du Heilung? Klar. Ja. Und nochmal den besten Trank geben. So. Dann nehmen wir auch nochmal ein bisschen. So. Dann haben wir noch ein paar Echsenmenschen. Und dann ist da schon wieder ein Feuergolem. Schon wieder eins von diesen Biestern. Zwei, glaube ich, kann ich das gut benutzen. So, hallo. Wie sieht die? Die Feuergolem an. Herz eines Feuergolems. So, da ist Xardas alter Turm. Da können wir auch mal später rein. Das wäre auch mal nicht schlecht. So, wir sind jetzt bei der Ende der leider am Ende der Folge angekommen, meine Freunde. Es tut mir leid. Noch ganz viele Wolfszelle. Interessant. Da Fleisch. Aha, da hat sich also jemand Spaß gehabt. Gut. Dann, ja, wir sind kurz vorm Feuerdrachen, meine Freunde. Mit dem guten Biff. Und, ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und, ja, meine Freunde, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt kann ich euch nur noch ans Herz legen, könnt ihr gerne einmal hier links von mir euch die Playlist zum Söldner und Drachenjäger euch anschauen, falls ihr noch was nachgucken wollt. Und natürlich könnt ihr über mir und, mein Nebenprojekt euch anschauen von Age of Empires, die Divinity Edition. Und jetzt, meine Freunde, verabschiede ich mich von euch und sage Tschüdle, haut rein, ich bin jetzt und bis dann.